So, weiter geht's heute mit FIFA und ja, wir haben heute, in der letzten Folge haben wir einen neuen Keeper verpflichtet mit Robin Zentner, den ich unbedingt verpflichten musste dann, weil wir uns ja noch ein Tor, weil Ronno ja den Verein verlassen hat. Chelsea mit Bella Kotschab, okay. Mindestverkaufst du mit 10 Millionen, wenn ihr den unbedingt haben wollt. Ja, also ich hätte die Rose tatsächlich sogar wahrscheinlich sogar ziehen lassen. Für das Geld. Für 80, 85 Millionen knapp, die er bei Juve. Interesse an Müller. Achso, oh. Ist egal. Oh, das fängt auf die Duarte. 2,4 Millionen. Tja, da kann er theoretisch hinwechseln. Das ist dann für mich eher unwichtig, weil der ist eh kein Stammspieler. Eh nur Jugendspieler. So, nächstes Spiel, wie gesagt, gegen Köln. Oh, da sind jetzt wieder einige Transferangebote reingekommen. Für Lazio und Tarnum habe ich gerade noch kurz gesehen. Ja, komm, für 2 Millionen. Soll er nochmal nach England wechseln. Delegieren. Und da bin ich auch wieder. Bleibe ich mal knallhart bei 10 Millionen auf dem. Die ich auf dem Tisch sehen will, mal für meinen Innenverteidiger. Chelsea möchte ihn jetzt doch nicht mehr haben, weil das Geld jetzt wieder. Weil das Geld dann zu teuer, weil das zu teuer wird. Ja, wo haben wir? So, okay, nächstes Spiel, wie gesagt, in Köln. Jetzt gehen wir mal kurz in die Pressekonferenz rein. Willkommen zu der Pressekonferenz. Wir wollen jetzt mit den Fragen. Ja, wir müssen gewinnen, damit wir wieder ein bisschen oben rankommen. Ne? Das sind jetzt wieder so Punkte, die wir einfach liegen lassen. Also in Freiburg und in Mainz. 5 Punkte liegen gelassen. Und Robin Zentner ist, wie gesagt, eigentlich kein schlechter. Ja, hat man einen schweren Passwort, glaube ich, gegen Augsburg mal drin gehabt. Aber gut. So, wir sind bereit. Wir wollen in Köln gewinnen. Oder gegen Köln zu Hause gewinnen. So, deswegen habe ich gesagt, komm. Ja. Für heute. Ja, Keeper. An Keeper machen wir ja einige dran, definitiv mit Nübel, mit Müller vom SC Freiburg und. Also da waren einige Kandidaten, am Ende ist es dann Robin Zentner geworden, der dann finanzierbar war. Eigentlich wollte ich ihn jetzt heute spielen lassen, aber ich werde ihn tatsächlich mal kurz nochmal rausnehmen aus der Mannschaft, weil, ja. Nochmal den da unten auf der Ersatzbank, Balkonier. Nee. Ja, ich probiere es einfach mal. So mit der. So die Aufstellung reinzusetzen gegen den 1. FC Köln mit dem ehemaligen Kölner. Los geht's. So, geht das los. Wir wollen gewinnen oder müssen gewinnen gegen Köln, um wieder so ein bisschen ranzukommen. Wir haben 4 Punkte. Das ist nicht viel. Angespannt, alle fiebern dieser heutigen Partie entgegen. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Köln.
Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Schalke 04 gegen 1. FC Köln. Wir sind also in der Liga zu Gast, eine sehr reizvolle Partie, zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Es gab vor dem Spiel einige Diskussionen, denn er spielt heute das erste Mal gegen seinen ehemaligen Verein. Das sind besondere Spiele, Buschmann. Ne? Absolut, Wolf. Da sind dann auch Nerven gefragt. Du kennst das Umfeld, kennst noch den ein oder anderen Spieler. Hast hier viel erlebt und das musst du dann eben ausblenden. Musst dich konzentrieren, das ist keine leichte Aufgabe, aber eine typische für den Profifußball. Es zählt der Club, für den du gerade spielst, wo du unter Vertrag bist. Die Nummer 16. Gervaino De Rossus und mit der Nummer 13 Lucas Alario. Ja, dann hätte einiges passieren können. Es hätten Alario gehen können, ich hätte über 100 Millionen einnehmen können, aber ich hätte dann wieder zwei meiner Leistungsträger verloren. Aber wie gesagt, wäre alles möglich gewesen. Also die Richtung dürfte bei der Formation über 120 sogar wäre es tatsächlich gewesen. Ich muss ja gucken, dass ich ein bisschen was machen kann. Durch Lapp habe ich erstmal ein Jahr abgegeben nach Portugal, um ja, mal zu schauen, was möglich ist. Schauen wir kurz auf die erste Elf des 1. FC Köln heute. Dankeschön. Wir spielen heute in der Offensive. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. So, das sind die Kölner. Und jetzt geht's los. Spieltag Anstoß Nummer 4. Kein Neuzugang in der Mannschaft. Mal gucken, was passiert. Richter erstmal. Elfmeter. Elfmeter für die Gelsenkirchener nach gut 4 Minuten. Gelb-Fest-Fast-Rate. Und jetzt gibt es Elfmeter. Und gelb für das Foul auch noch. Und ja. Es war ein Foul an Marco Richter. Die gelbe Karte ist in Ordnung. Und es gibt eine große Chance für Lucas Alario, jetzt hier was zu machen. Aber ich glaube, weißt du, was ich versuche? Ich weiß, dass es könnte jetzt ein bisschen sehr arrogant klingen. Vielleicht, wenn es schief geht, geht es schief. Wenn nicht, dann versuchen. Drin! Timo Horn! Trifft gegen seinen ehemaligen Club. 4 Minuten gespielt. Das hätte auch so schief gehen können. Aber es klappt, funktioniert. Ja. 1:0 Blau-Weiß. Der Peter nochmal in der Wiederholung. An den Pfosten hat er noch eine Schippe. Und das war's. Komm noch rein. Durchatmen. Das hätte so gnadenlos schief gehen können. Aber es hat funktioniert. Huhuhui. Da dachte ich mir, ups, das hätte auch alles ausgehen können. Okay, erstes Tor, erstes Saisontor. Sie sind Timon. Jetzt also in Führung. 1-0. Na, 4 Minuten. Fängt diesen Ball ab. Schön gelöst. Ach, Richter. Tempo. 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 Ja, Abschluss für die Kölner. Richter war zuletzt dran. Schopp. Ah, ja, Schaub, ja. Keins. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Guter Ball auf Richter, wieder mal die Außenbahn. Der hat jetzt mal ein bisschen mehr Platz. Und den holt sich der Keeper da. Paulinho vergibt die Riesenchance hier auf das 2-0. Nochmal Paulinho. Ach, der war nicht schlecht gespielt.
Ja, geht der durch? Kommt der Keeper da raus? Timo Horn. Fehlpass. Und das muss. Geht auf Timo Horn. Diese gelbe Karte für Ludewig. Das war ein taktisches Foul. Das ist eine gelbe Karte. Und damit ist es. Damit haben die Schalker sich das selber gerade ein bisschen zusammen verbrochen, ja. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen. Es gibt Geld für Schalke. Richtige Entscheidung, Wolf. Und ja, noch so ein Ding. Dann war es das für ihn. Und da verliert Ludewig. Guter Ball auf die Rose und. Der auf Tempo geht, der ein Angebot über 85 Millionen von Juve vorliegen hatte. Die das auch mal zurückgezogen haben. Jetzt können sie einwerfen. Da hätte ich richtig Geld. Da hätte ich richtig Geld einnehmen können. Jetzt könnte die Flanke den Schau. Ah, leck mich doch, da war kein Abseits. Abgepfiffen, das war Abseits. Ah, Ludewig, wieder Fehlpass. Mangala. Versauen sich die Kölner gerade diese Situation selber. Richter. Wir hatten eigentlich diese Ball und sowas von im Griff. Und den versauen sie sich selber. 0-2-0. Paulinho. Spielt also wieder auf der 10. Aber es war Weltklasse gespielt. Man gut nachgesetzt, reingegangen, draufgegangen. Und das führt man das Tor hat jetzt mit 2-0. Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Richtig. Also Paulinho macht das 2-0. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Paulinho. Oh, der war gut gespielt, Marco. Richter 3-0. Nee, Entschuldigung, Alario war's. Aber schön gespielt von Paulinho übrigens. Der gute Pass, da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Drei zu null. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Ah, schöner Ball. Das, okay, kein Foul vom Schiedsrichter, sollte er da. Schöner Lario. Schöner Lario, das hat er gut gemacht. Diesen schön war durchgelaufen. Und dann verändert der Keeper das 4-0 sogar hier. Akpoguma. Ah, Ballverlust, ja. Das war knapp, Savic. Paulinho. Da kommt der Pass. Und dann der schöne Ball auf Mario. Kriegt er hier sogar noch das vierte Tor hin? Da ist die Chance. Ja. Der Pass. Sie kriegen sogar noch das vierte Tor hin, nämlich Paulinho, 45. Ja, sieht, dass er da mitläuft. Und sagt, okay, dann spielst du halt nochmal quer. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer. Aber nichts zu halten für den Keeper da in dem Moment. Der vierte passt dann auch irgendwann. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Die Nummer 7. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Pause. Also ausgeglichen ist definitiv anders. Hier steht es 4-0 nach der ersten Hälfte.
So, klar verdiente Führung, muss man so sehen. So, dann den Wechsel eben kurz auf der Position. Ich bringe jetzt Malik Ciao für Ludovic. Die zweite Hälfte läuft und sie gehen mit einer beruhigenden Führung in die zweiten 45 Minuten. Ja, gut gemacht, Latzer. Ah, oh, schade. Das macht er gut. Der war nicht schlecht gespielt, aber der Ball gut abgefangen, der Kölner. Nochmal. Birger Verstrate. Ich gebe es ganz offen zu, mit so einer eindeutigen Kiste hätte ich hier nicht gerechnet. Ich hatte, ja, es war wieder ein bisschen... Aber die alte Regel gilt auch heute. Wer gewinnen will, muss Tore schießen. Und das gelingt eben vor allem... Schöner Ball. Aber wieder abgefangen. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ah, die wieder in der Vorwurfswinkel. Das kann tödlich werden, wenn er... Was macht er draus? Gut durchgesetzt, gefährlich. Hab dich. Und Timo Horn holt sich das Ding. Javairo Del Rosso. PSG hat einen neuen Mann verpflichtet. Einen Wunschspieler, wie zu hören war. Da ist die Freude wirklich groß, dass das geklappt hat. Del Rosso. Also mit ihm verstärken sie sich. Und vor 15-0 Paulinho. Dreierpack des Brasilianers. Ja, der fühlt sich auf der 10 einfach ein bisschen wohler auf der, als nur auf der 6. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Die Flanke kommt. Die Flanke von Del Rosso und den wollten sie haben. Genau, gut, 85 Millionen. War viel, viel Geld. Für die Kohle hätte ich mir noch definitiv mal einen Mann holen können. Nochmal dieser Treffer. Ganz entspannte so. Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche dritte Saisontor für Paulinho. Weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Sie liegen deutlich vor. Die Gäste werden wechseln. Ja. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Er überzeugt heute als Passgeber. Das oh, schöner Ball. Gut. Jetzt Malik Ciao. Alario. Flanke kommt, Paulinho auch und dann ist es nicht das nächste Tor. Unglaublich, Wolf, was für ein sensationeller Reflex. Na, nächstes Spiel uns in der Champions League übrigens gegen Tottenham, die wir ja schon kennen. So, jetzt werde ich einen Doppelwechsel machen da vorne. Das war uns die letzte Aktion von Paulinho und danach geht er drei Tore dann raus. Hat's gut gemacht, hat wirklich sehr gut gespielt. Wir sind gerade drei Tore gemacht. Und neuner Mannschaft Kalini. Ecke kommt. Da ist der Ball drin. Eben er hier. Sasa Kalajdzic 6:0. Kam uns für Alario und uns auf die 10 Jamal Musiala. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kamera. Keine Chance für den Keeper da in der Situation. Ja, wir haben ein bisschen was für die Tordifferenz tun, ne? Ball kommt, Ball gewonnen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Wird's jetzt gefährlich? Ah, der war nicht schlecht, der Ball, aber der wäre durchaus gefährlich gewesen. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ball geholt. Für den 1. FC Köln. Gut, das wäre. Oh, es geht gegen
Bayern München im nächsten Match in der Bundesliga. Eine recht ausgeglichene Begegnung dürfen wir da erwarten. Den Ball kann er abfangen. Klasse dazwischen gegangen. Den Pass hat er förmlich geahnt. Schöner Ball auf. Er kann ihn nicht auf. Kalajdzic. Tor. Reicht's, den Ball einfach gut zu platzieren, wie in diesem Fall. 7:0. Der Vizemeister überrollt mal eben locker den 1. FC Köln hier mit 7:0 im eigenen Stadion. Wie gut das wirklich gemacht ist, vor allem wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, auf der Distanz wieder. Na, ne, kann nur nicht mal. Also, es ist ja nicht mal geschafft, den Keeper zu tunneln, aber. Ja, man ist es ja wurscht. Deutliche Führung, genau so hat er sich das gehofft. So, der letzte Wechsel, den wir noch ziehen müssen, wollen, dürfen, wie auch immer. Ach so, ich habe den Wechsel, verwegen verletzter Wechsel. Ich habe den ersten als Ciao gebracht für den gelbverblasteten Ludewig. Genau, deswegen der letzte Doppelwechsel. Alle anderen werden heute nicht zum Einsatz kommen, unsere neuen. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Latzer. Kalajdzic. Dreierpack nach der Einwechslung. 8:0, Blau-Weiß. Horn, Alario, dreimal Paulinho und jetzt auch dreimal Kalajdzic. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell. Wohl dem, wenn er noch jemanden auf der Bank sitzen hat, der mal eben so ein Ding mal, also einfach mal einen Dreierpack eben erzielt. Ja, aber die Auswärtsspiele, das ist das Problem. Dortmund 3:0 geschlagen, Köln jetzt 8:0. Eine absolut klare, aber die Auswärtsspiele in Freiburg verloren und in Mainz so unentschieden gespielt und dementsprechend 5 Punkte, also jetzt 5 Punkte verloren. Keins. Und da ist der Ball wieder weg. Gemacht von Akpogu Madera, ohne große Probleme durchgehen kann. Ah, kriegt er den noch? Und Ballverlust. Ah, die Kölner versuchen jetzt nochmal. Bei Kruse. Ja, Kruse, Katterbach. Was macht er draus? Was für eine. Und Timo Horn verhindert sogar das Gegentor der Kölner. Vorne getroffen, hinten. Der Ball kommt rein. Das, was er eigentlich machen sollte. Und das ist da nicht mehr Spielschein, wäre auch nicht für Spielschein gewesen, aber es ist trotzdem ein 0-Spiel. Und damit passt das heute. Fast schon mühelos und damit natürlich überzeugt. Paulinho. So. Ja, Paulinho echt gut gemacht, muss man ihm lassen. Auf jeden Fall, der hat einige Dinge da vorne. Da glaube ich ein, zwei Vorlagen gegeben, hat dann noch drei Tore gemacht. Also ich glaube, klar, Mann des Spiels. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei. Und das ist der, den ich gerne, Paulinho, den ich gerne haben würde. Ja, ist eingewechselt, direkt in den Eckball verwandelt. So, einmal kurz. Ja gut, die Rivale. Gut, Köln ist jetzt für mich ja auch ein Rivale, weil die Kölner, die werden, mögen ja auch gerne mal, mögen auch viele Vereine selber nicht und alles drum und dran. Also ich habe keine Probleme mit dem Verein und auch mit den Fans und alles drum und dran. Und ich glaube, ja. Naja, bitte mal sei. Ich weiß nicht, warum sie als Rivale gesehen werden und ich glaube auch, die Rivalität mit Hertha kommt eher von den Hertha-Fans aus, meiner Meinung nach. So.
Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich war auch kein Schub gegen irgendwelche anderen Vereine, da habe ich auch keine Lust zu. Gehört ja auch irgendwo nicht rein. Gut, okay. Und das nächste Spiel ist dann Tottenham in der Champions League. Wir sind wieder zurück auf europäischer Bühne nach einem Jahr Pause. Und dieses Spiel sehen wir uns dann in der... Oh Gott, wir haben auch noch... Ja gut, mal gucken. PSG, Tottenham, Prag. Prag müssen wir eigentlich in beiden Spielen schlagen, um dann vielleicht wenigstens Platz 3 noch zu holen. Aber wir wollen natürlich in die nächste Runde einziehen und dazu das... Ob wir das schaffen, sind wir dann in der nächsten Folge. Oder ab der nächsten Folge, so.